Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht heute um Seidenmalerei und ich wollte euch mal meine Bilder zeigen, die ich gemacht habe. Dieses Video wird kein Tutorial. Ich erzähle nur grob so ein bisschen für die Leute, die gar keine Vorstellung und gar keine Ahnung haben, wie Seidenmalerei so geht. Ja, für die Leute erzähle ich so ein bisschen, wie das geht. Also zuerst muss man sich ein Motiv aussuchen und malen. Das malt man dann mit Bleistift auf Papier. Man kann auch vorgegebene Motive malen. Ich habe zum Beispiel hier mal die von der Arche Noah das gemacht. Da war das Motiv vorgegeben und da habe ich das nur selbst gemacht, dass ich mir die Farben ausgesucht habe. Ja, sorry Leute, dass das so kraus ist. Ich habe kein Bügeleisen. Ja, und ansonsten kann man sich ein Motiv ausdenken und das zuerst mit Bleistift auf Papier malen. Dann legt man das Seitenstück da drüber und malt die Linie nach. Also paust das sozusagen ab und überträgt das auf die Seide. Anschließend wird dann die Seide aufgespannt auf einen Holzrahmen und hier an der Seite mit so einer Art Reißzwecken festgemacht, damit die Seide dann in der Luft ist. Und dann fängt man als erstes an mit einer Konturenfarbe, auch Gutta genannt, fängt man erst an, die Umrisse zu machen. Gutta gibt es in verschiedenen Farben. Also dieses hier ist jetzt schwarzer Gutta. Ja, und dann fängt man an, die Umrisse zu malen. Und wenn man das dann hat, dann kann man das anmalen. Und beim Anmalen muss man dann versuchen oder aufpassen, dass man dann nicht über die Linien rüber malt. Ja, und dann wird das noch gebügelt. Dann wird die Farbe da noch so fixiert. Und dann ist das fertig. Ja, und die Leute, die mich ein bisschen kennen, die wissen, dass ich Fantasy-Motive so gern mag. Dementsprechend habe ich mir auch, ja, so Fantasy-Motive immer ausgesucht. Dieses ist jetzt zum Beispiel silberner Gutta. Dann habe ich noch dieses gemacht. Das ist auch silberner Gutta. Ja, und das macht super viel Spaß. Also braucht man auch eine ruhige Hand und viel Geduld. Aber wenn man das dann fertig hat, wird man mit dem Ergebnis belohnt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!